Und das ist der begehrte Lolly Award, der beim 9. Internationalen Queerfilmfestival in Berlin in 4 Kategorien verliehen wird. Bei der diesjährigen Ausgabe von Exposed liegt der Fokus auf Filmen aus den nordischen Ländern. Wir haben ganz viel Filme dieses Jahr, so fast 60 Filme. Kurz, lang und Doc und auch Art-Videos. Bei den Kurzfilmen gibt es dieses Mal eine besonders große Bandbreite an unterschiedlichen Themen und Realisationen. Während Frida Kaleisser das Frausein mittels Animation und bewegter Bilder beleuchtet, geht es in Boy Game um zwei 15-jährige Jungen, die beschließen, vor dem ersten Mal mit einem Mädchen aneinander zu üben. Wenn du darüber nachdenkst, ist es ganz klug. Wir müssen ja üben. So ist es realistischer. Im finnischen Dokumentarfilm American Vagabond handelt es sich um ein schwules Pärchen, das von zu Hause ausreist und nach San Francisco auswandert. Ich dachte, dies sei die Stadt am Ende des Regenbogens, das gelobte Land der Schwulen. Eine Besonderheit von Exposed ist dieses Jahr der musikalische Schwerpunkt, der sich aus 3 Dokumentarfilmen zusammensetzt. Turning von Charles Atlas, eine dänische-amerikanische Produktion, wo die Band Anthony and the Johnsons porträtiert werden, zusammen mit 13 Performerinnen. Die Filme des diesjährigen Queer Film Festivals können Sie vom 29. Mai bis zum 1. Juni im Movimento in Kreuzberg erleben.